Ich begrüße Sie ganz herzlich zurück zu Mass Effect. Das war, glaube ich, so die behindertste Begrüßung, die ich die letzten Jahre von mir gegeben habe. Aber egal, es geht weiter. Volle Atmosphäre-Killer direkt am Anfang. Was war das eigentlich gerade? War das gerade ein Bedrohlichkeitsgeräusch? Ja, in der letzten Folge haben wir Wissenschaftler getroffen, die sich in diesem Container hier verschanzt hatten. Die haben uns aber jetzt auch nicht so richtig was Neues erzählen können. Unser Ziel ist es im Moment, von diesem Lager, wo wir uns gerade befinden, aus zur Zugstation zu gelangen, um zum Raumhafen zu kommen. Dort soll sich nämlich der Sender im Moment befinden. Und das werden wir gleich auch dann mal ausprobieren. Eine Sache noch, und zwar geht es um die Codex-Geschichte. Es haben tatsächlich ein paar von euch mir Feedback dazu gegeben. Vielen Dank dafür. Ich werde die Codex-Einträge in Extra-Folgen vorlesen, habe ich mir so überlegt. Da regelmäßig neue Codex-Einträge dazukommen, werde ich das dann wahrscheinlich regelmäßig machen, also wirklich so alle 5, 6 Folgen, weil es schon für die Story, um die ganze Welt, in der das Ganze hier spielt, zu verstehen, irgendwie schon sehr hilfreich ist, die Codex-Einträge zu kennen. Ich werde euch dann die Primäreinträge vorlesen lassen, also werde ich vorlesen lassen, und die Sekundäreinträge werde ich euch auch vorlesen, da ein paar Leute gesagt haben, dass sie da durchaus Interesse dran haben. Ich finde es übrigens richtig super, by the way, dass es doch einige gibt unter euch, die das Spiel gar nicht kennen. Und umso schöner für mich, euch das alles zeigen zu können. Ist ja immer so ein bisschen schwierig, wenn du dann doch sehr viele Leute dabei hast, die das dann schon alles schon wissen und so, und dann langweilen die sich schnell. Ich finde es immer schön, Leuten, die ein Spiel noch nicht kennen, dieses selbiges, jenes welches näher zu bringen. So, ich wäre dafür. Kaidan sagt, Warum sagt Kaidan, Bezahlung zu schlecht, vermutlich. Wir gehen einfach mal weiter. Ich denke mal, das war hier der richtige Weg jetzt, oder? Nicht, dass ich in die falsche Richtung marschiere. Okay. Nein, das ist der alte Gauner. Saren. Nylas. Das ist nicht Ihre Mission. Was machen Sie denn hier? Der Rat dachte, Sie könnten hier etwas Hilfe brauchen. Ich hatte nicht damit gerechnet, die Geth hier zu finden. Es sieht übel aus. Keine Sorge. Ich habe hier alles unter Kontrolle. Eieiei. Das sieht aber gar nicht gut aus. Ich denke mal, da sollten wir mal schnell vorbeischauen. Was ist das da hinten? Ein Schiff. Man sehe sich nur die Größe an. So, wir gehen mal ein bisschen in Deckung. Und ich glaube, da hinten lauern auch schon wieder direkt Gegner. Warum bist du hinter der Deckung? Du sollst hinter der Deckung bleiben. Okay, das hat jetzt nicht getroffen. ja, okay, komm, wir müssen uns jetzt hier nicht dermaßen ver... Boah. Ja, ihr seht schon, das mit dem Treffen, das müssen wir nochmal üben. Vor allen Dingen, weil die Husks ganz schön was aushalten. Und man die doch im besten Fall... Waffe überhitzt. Das ist es dann eben, ne? Wenn die Waffe überhitzt ist, kann man damit nicht mehr schießen. Und Kaidan liegt natürlich wieder im Dreck. Kennen wir ja schon. Wenn die Waffe überhitzt, kann man sie eine Zeit lang nicht verwenden. Das ist eben der Nachteil daran, dass wir keine Munition haben. Irgendeinen Nachteil muss es ja haben. So, Kaidan, was machen wir denn mit dir eigentlich? Ich habe eigentlich wenig Bock, jetzt ständig Medigel in dich reinzupumpen. Wie wär's denn,
wenn du dich einfach mal ein bisschen zusammenreißt. Wo kam denn das jetzt eigentlich gerade her, der Schuss? Da muss noch irgendwo ein Gegner sein. Ich sehe den auf dem Radar gerade nicht. Aber kann auch sein, dass Ashley sich gerade diesem Problem entledigt hat. Okay, ich glaube, wir sind momentan... haben wir dann den Bereich geklärt. Dann gucken wir doch mal, was wir hier für eine Dechiffrierung haben. Starte manuelles... Na, das hat jetzt mal gut funktioniert. Das üben wir noch mal. Achtung da draußen! Wir sind unbewaffnet und kommen jetzt raus. Ist es sicher? Sind Sie weg? Ja, die Tonprobleme sind leider immer noch da, merke ich gerade. Da muss ich dann... Das ist irgend so eine komische Unverträglichkeit mit dem Aufnahmeprogramm mit X-Tory. Das muss ich mal beheben. Ist es sicher? Sind Sie weg? Ist es weg? Sind Sie sicher? Ja. Sie sind jetzt in Sicherheit. Es wird niemandem was passieren. Die Dinger waren überall um den Schuppen herum. Sie hätten uns sicher irgendwann gefunden. Sie haben uns das Leben gerettet. Ich kann es immer noch nicht glauben. Als wir das Schiff sahen, dachte ich, unser letztes Stündlein hätte geschlagen. Es tauchte direkt vor dem Angriff auf. Sobald ich es gesehen hatte, wusste ich, dass es Ärger geben würde. Also nahmen wir die Beine in die Hand und rannten zu den Schuppen. Die Beine von unseren gefallenen Kollegen. Nein, natürlich nicht. Okay, was haben die denn noch irgendetwas Sinnvolles zu sagen? Details über den Angriff. Das Schiff wäre auch mal interessant. Die haben jetzt gerade zum ersten Mal ein Schiff erwähnt. Und wir hatten ja auf, falls ihr euch erinnert, in der zweiten Folge auf dieser Aufzeichnung von dem Angriff auch sowas Schiffähnliches gesehen. Fragen wir doch mal. Was können Sie mir über das Schiff erzählen, das Sie gesehen haben? Ich war zu sehr mit Laufen beschäftigt, um es mir genauer anzusehen. Ich glaube, es landete in der Nähe des Raumhafens. Erzähl Ihnen von diesem schrecklichen Lärm, Cole. Als es landete, sendete es eine Art Signal aus. Hörte sich wie der Schrei der Verdammten an. Nur, dass es aus dem eigenen Schädel kam. Okay. Es hat vielleicht versucht, den Funkverkehr zu blockieren. Was es auch war, es fühlte sich an, als ob es direkt in den Schädel schnitt. Man konnte kaum noch denken. Keine große Zustandsänderung also. Okay. Details über den Angriff vielleicht noch? Erzählen Sie mir alles, woran Sie sich während des Angriffs erinnern. Wir drei arbeiteten auf dem Feld, als das Schiff auftauchte. Wir sahen es und rannten los. Ich weiß nicht, was mit dem Rest der Mannschaft passiert ist. Sie waren bei der Garage. In der Nähe des Raumhafens. Genau dort, wo das Raumschiff runterkam. Keine Chance, dass die überlebt haben. Das können Sie doch gar nicht wissen. Wir haben überlebt. Wenn Sie es bis zur Garage geschafft haben, könnten Sie auch noch leben. Ja, das werden wir dann vielleicht noch rausbekommen, wenn wir weiter vorrücken. Noch was zum Sender vielleicht? Wissen Sie etwas über den proteanischen Sender, der hier ausgegraben wurde? Wir sind nur ein paar Farmer. Ja. Wir haben gehört, dass Sie dort was gefunden haben, aber das hat uns nicht weiter interessiert. Jedenfalls bis jetzt nicht. Das macht Sinn. Das ist ja eine ganze Kolonie. Das sind ja nicht nur Wissenschaftler, die sich um den Sender kümmern. Okay. Dann haben wir von denen nichts weiter zu erwarten. Ich hatte aber in Erinnerung, dass es hier noch was gab. Wahrscheinlich hätte ich doch ein, zwei Punkte schon in Schmeicheln stecken sollen. Beziehungsweise in Einschüchtern, wobei wir ja den tugendhaften Weg nehmen wollen, den vorbildlichen Weg. Das heißt, dass wir dann wohl eher uns auf Schmeicheln konzentrieren werden. Schon alleine, weil es dafür dann eben die vorbildlich Punkte gibt. Das entgegengesetzt zu machen, wäre schon irgendwie ziemlich blöd. Ich hatte in Erinnerung, dass es hier noch eine weitere Gesprächsoption gab, aber irgendwie scheint das nicht der Fall zu sein. Oder ich habe es falsch in Erinnerung. Egal. Wir verabschieden uns. Ich muss gehen. Hey Cole, wir sind doch nur ein Haufen Farmer. Und das sind Soldaten. Vielleicht sollten wir ihnen die Sachen geben. Himmel, Blake. Du musst endlich mal lernen, wann du die Klappe halten solltest. Okay, das ist die extra Gesprächsoption, die ich meine. Das hatte ich nämlich noch in Erinnerung. Okay, was ist hier los? Haben Sie mir was zu sagen, Cole? Ein paar Typen im Raumhafen haben einen kleinen Schmugglerring aufgezogen. Nichts Großes.
Für ein paar Prozente ihres Gewinns lassen wir sie Pakete in unseren Schuppen lagern. Na super. Ja gut, Schmuggeln ist ein Verbrechen, bla bla, zum Beispiel, deshalb sind sie hergerannt. Nehmen wir mal die neutrale Option. Was für Pakete? Ich habe eine Pistole gefunden. Dachte, sie könnte nützlich sein, wenn die Dinger zurückkommen. Aber sie können wahrscheinlich mehr damit anfangen als wir. Das sind jetzt die beiden Optionen. Das sollte helfen. Okay, ich wollte gerade noch was sagen. Ich habe aus Versehen geklickt mit meinen Gichtfingern. Ich wollte gerade sagen, da wären jetzt noch zwei Optionen gewesen. Die waren jetzt ausgegraut, die konnten wir nicht verwenden, weil wir eben keine Punkte da reingesteckt hatten. Deswegen ist der Tipp, den ich bekommen habe von einem Zuschauer, ziemlich sinnvoll. Also er hat halt gesagt, ich sollte da doch relativ früh schon Punkte rein investieren. Das werde ich dann auch machen. Vielen Dank dafür. Wir haben eine Pistole bekommen. Ich glaube, die ist besser als unsere, deswegen werden wir sie nehmen und nicht reduzieren. Also auf Universalgel reduzieren bedeutet, dass wir sie zerstören und dann eben... Ich weiß nicht, ob diese Zahl das Universalgel wäre, was dann da rauskommt. Dafür dann eben bekommen. Okay. Wir schauen uns mal kurz die Waffe an, die wir da bekommen haben. Ganz schnell. Dann ist, das ist die Stinger 2. Ihr seht, die ist deutlich besser als die, die wir da gerade haben. Und jetzt können wir natürlich auch unsere Waffen, unsere Munitions-Upgrades darauf übertragen. Ich weiß gerade gar nicht. Wir haben im Moment die synthetischen drin. Das andere wäre plus 20% Waffenwirkung. Natürlich auch nicht schlecht. Tun wir das mal rein. Was haben wir hier nochmal drin? Ich habe das alles schon wieder vergessen. Panzerbrechend und verbessertes Visier. Okay. Alles klar. Haben wir denn noch jemanden von unserem Squad, dem wir die Pistole... Wobei, ich glaube, Ashley benutzt Sturmgewehre. Ich glaube, die interessiert sich nicht besonders für Pistolen. Und Kaidan... Kaidan glaube ich schon eher. Aber wir müssen jetzt hier nicht kleinkariert werden. Ich denke mal, das geht auch so. Die werden das wohl irgendwie packen. Auch mit ihren Waffen, die sie im Moment noch tragen... Okay, wir werden uns jetzt gleich mal da unten ein bisschen umsehen, nachdem wir uns hier die... Okay, ein Sturmgewehr und eine neue Rüstung. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das mit dem Loot, also mit den Gegenständen mache. Okay, die ist nicht besonders toll. Ob ich da jetzt wirklich jedes Mal direkt ins Inventar gehe und das alles ausrüste, das kann ziemlich langwierig werden. Man kann es natürlich so machen, dass man dann einfach immer mal zwischendurch, wenn gerade eine Mission abgeschlossen ist, das mal macht. Ich weiß gar nicht, ob hier noch irgendwas war. Ich glaube nicht. Ups. Komische Lags. Und wir sind im Kampf. Ach nee, das war das Feuer, glaube ich, nur. Oder? Ja. Da unten war gerade zu sehen, Gefahrenstufe 3. Und Kaidan bleibt natürlich im Feuer stehen. Ich sage euch, mit dem ist irgendwas nicht ganz koscher, mit dem Jungen. Nihlos. Genau, wir haben ja gesehen, wie Nihlos. Anna, es ist Nihlos. Oh, oh, oh. Ich glaube, ich werde mal kurz die Aufnahme unterbrechen. So, weiter geht's. Genau, der liebe Nihlos, der wurde eben bedroht. Und er sieht leider ziemlich lädiert aus. Bewegt sich was hinter den Kisten. Augenblick! Nicht schießen! Ich bin einer von ihnen! Ich bin ein Mensch! Okay. Sie sind ein Feigling. Sich so an uns heranzuschleichen, hätte sie fast das Leben gekostet. Es tut mir leid. Ich habe mich versteckt.
Vor diesen Kreaturen. Ich heiße Paul. Ich habe gesehen, was mit dem Turianer passiert ist. Der andere hat ihn erschossen. Okay. Das ist natürlich ziemlich hilfreich, dass wir da einen Zeugen haben. Der andere? Was ist passiert? Ich muss wissen, wie Nihlus gestorben ist. Hat er doch gesagt. Der andere war zuerst hier. Er wartete hier, bis ihr Freund auftauchte. Er nannte ihn Saren. Ich glaube, Saren. Sie kannten sich. Ihr Freund schien entspannt zu sein. Er vernachlässigte seine Abwehr und Saren tötete ihn. Schoss ihm direkt in den Rücken. Ich kann von Glück reden, dass er mich hinter den Kisten nicht gesehen hat. Saren, das klingt irgendwie wie so ein Gemüse oder so. Nein, er heißt eigentlich Saren. Wird in den späteren Teilen auch so genannt. Wie gesagt, irgendwie hat sich das Tonstudio im ersten Teil von Mass Effect gedacht, oh, sprechen wir das mal alles deutsch aus. Keine Ahnung, wieso. Was ist mit dem Sender? Uns wurde gesagt, dass ein proteanischer Sender zum Raumhafen gebracht wurde. Was ist mit ihm passiert? Der ist auf der anderen Plattform. Wahrscheinlich dort, wohin dieser Saren unterwegs war. Er sprang auf den Frachtzug auf, gleich nachdem er ihren Freund getötet hatte. Ich wusste, dass dieser Sender Ärger bedeutete. Seit wir ihn gefunden haben, ist hier die Hölle los. Erst tauchte dieses verdammte Mutterschiff auf, dann kam der Angriff. Sie töteten jeden. Jeden! Wäre ich nicht hinter diesen Kisten gewesen, wäre ich jetzt auch tot. Wie kommt es, dass Sie der einzige Überlebende sind? Warum hat niemand anderes versucht, sich hinter den Kisten zu verstecken? Sie hatten nie eine Chance. Ich war schon hinter den Kisten versteckt, als der Angriff begann. Moment. Sie hatten sich schon vor dem Angriff hinter den Kisten versteckt? Manchmal brauche ich ein Nickerchen, um meine Schicht zu überstehen. Also habe ich mich hinter die Kisten verzogen, wo mein Vorarbeiter mich nicht finden konnte. Sie haben überlebt, weil Sie faul sind? Sie machen mich krank. Nein, ist doch schön, dass er überlebt hat. Yay. Wenn Sie sich nicht zum Schlafen versteckt hätten, wären Sie jetzt genauso tot wie alle anderen. Ja, stimmt schon. Ich möchte eigentlich gar nicht darüber nachdenken. Und wenn er es nicht gemacht hätte, dann hätten wir jetzt auch keinen Zeugen und wüssten nicht, was passiert ist. Also, fragen wir nur noch was über das Schiff. Erzählen Sie mir was über dieses Mutterschiff, das Sie gesehen haben. Ich habe sowas noch nie zuvor gesehen. Es war riesig. Landete in der Nähe der Plattform. Alles wurde dunkel, als es landete. Und es machte dieses Geräusch, das sich einem direkt ins Gehirn bohrte. Das hat mich aufgeweckt. Der Angriff erfolgte wenige Minuten später. Ja, die Aussagen überschneiden sich. Also, dieses Geräusch, was er sagt. Ja, mal sehen, was es damit noch auf sich hat. Angriff. Ja gut, okay. Ich denke mal, das reicht. Wir müssen diesen Sender finden, bevor es zu spät ist. Nehmen Sie den Frachtzug. Den hat auch der andere Turianer genommen. Ich kann nicht hierbleiben. Ich muss von hier weg. Ja, na klar. Wäre ja auch irgendwie sinnfrei, hier zu bleiben. Hier ist ja alles kaputt. Huch. Okay, wir haben Kampfmusik. Das heißt, wir sind im Kampf. Upgrade Kit. Okay, das schauen wir uns dann später an. Uah. Moment mal. Das hatten wir, glaube ich, schon eingeführt. Oh Gott, okay. Wir werden unsere Waffe zücken. Okay, das hat unser Squad für uns erledigt. Da waren die mal schneller als ich. Hier macht es, glaube ich, Sinn. Ich könnte hier mal meine... Ja, das üben wir auch übrigens nochmal. Die ganzen Shortcuts, die habe ich noch nicht so drauf. Okay, wir können hier jetzt mal Shepards Fähigkeiten benutzen. Und zwar Überlastung wäre eine davon. Damit kann man eben die Schilde des Gegners ausschalten. Das sind übrigens diese Striche hier oben. Seht ihr den Mauszeiger überhaupt? Ich hoffe es. Man müsste eigentlich. Das sind diese blauen Striche hier oben. Das sind die Schilde. Also übrigens auch hier unten im Squad. Und wenn wir das jetzt verwenden.
Okay, ich glaube, das war zu weit weg. Deswegen funktioniert das nicht. Ups. Du sollst... Das war... Ja. Warum hast du das nicht benutzt? Ja gut, das werden wir gleich nochmal ausprobieren. Das muss ja irgendwie... klappen hier. Okay, ich glaube, das war's erstmal mit Gegnern. Naja, da sind noch mehr. Wir gehen in Deckung, wir gehen in Deckung. So, jetzt... Na, der hat eh schon gerade kein Schild mehr. Den haben wir ihm gerade schon weggeballert. Deswegen macht es wenig Sinn, da jetzt die Fähigkeit zu benutzen. Okay. Na, das hat, glaube ich, nicht getroffen. Ich weiß gar nicht, wo Kaidan gerade steht. Oder liegt, besser gesagt. Wo ist Ash? Ash, wo gammelst du? Ach da, okay, direkt neben mir. Das ist gut. Och Gott. Nochmal. Nee, das hat nicht getroffen. Wir müssen weiter vorrücken. Ich muss das selbst erstmal wieder ein bisschen üben hier. Ist nämlich gar nicht so einfach. Gerade am Anfang, wenn man das Scharfschützengewehr noch nicht geskillt hat. Dann ist das verdammt unpräzise. Wir können mal versuchen, eine Granate zu werfen. Ich glaube, das trifft nicht, oder? Nee. Die fliegen nämlich ziemlich komisch, diese Granaten. Levelaufstieg! Alles klar. Kümmern wir uns dann gleich drum. Beziehungsweise, nee, das machen wir am besten jetzt. Denn nachher haben wir vielleicht die Gelegenheit nicht mehr dazu. Machen wir das doch mal mit den Schmeicheln-Punkten direkt. Pistole, Präzisionsgewehr. Genau, jetzt können wir das Präzisionsgewehr nämlich freischalten. Das erhöht nämlich mit einem Punkt schon die Präzision um 10%. Das ist sehr, sehr viel wert. Großartig, wunderbar. Das ist doch schön. Das Squad. Okay, Adrenalinschub von Ashley. Das gilt jetzt übrigens alleine, ne? Also ich mach das jetzt nicht, den Squad selber skillen. Das ist mir ehrlich gesagt... Also das kann man machen. Das ist kein Problem, aber ich weiß eben nicht. Ich glaube, wenn ich alleine spielen würde, würde ich das auch machen. Aber ich glaube... Das machen wir hier im Let's Play einfach mal nicht. Die sollen das ruhig automatisch skillen alles. Das Spiel macht das, glaube ich, ganz gut. Kaidan ist übrigens Biotiker. Und Ashley ist, glaube ich, Soldat. Genau, ach, das steht da hier oben. Er ist Wächter, alles klar. Dann haben wir hier, glaube ich, alles freigeräumt und rücken mal weiter vor. Medizinkit. Ja, das können wir gebrauchen. Ich hoffe, da ist Medigel drin. Ja. Okay. Wir wollen zu dem Aufzug. Ja, es ist ja kein Aufzug in dem Sinne. Sondern einfach nur ein Zug. Er fährt geradeaus. Nicht nach oben. Setzt die Ladungen. Zerstört die ganze Kolonie. Hinterlasst keine Spuren, dass wir hier waren. Ja, da kommen wir ja gerade etwas ungelegen. Die Gate müssen sie angebracht haben.
Tempo, Tempo! Okay. Wir müssen alle finden und deaktivieren. Wir haben 5 Minuten Zeit, um alle vier Sprengladungen zu deaktivieren, die Geth angebracht haben. Das ist zu schaffen. Das ist eigentlich kein großes Problem. Es sei denn natürlich, wir werden gleich über den Haufen geschossen. Ach, komm schon, das hätte treffen müssen. Ich glaube... Nee, hier war, glaube ich, keine. Bin gerade ziemlich im Schussfeld. Ich werde mich mal hier hinter verkrümeln. So, den haben wir. Und jetzt warten wir kurz und werden uns den auch noch holen. Und dann haben wir da hinten noch ein paar. Kaidan, du stehst da übrigens gerade wieder sehr... was? Irgendwie kann ich nicht schießen, wahrscheinlich, weil irgendwie ein Hindernis im Weg ist. Ach, komm schon, das hätte treffen müssen. Aber die Präzision ist schon wesentlich besser. Ich merke das direkt. Ich weiß übrigens gar nicht, wie weit diese Fähigkeit hier reicht. Also das mit den Schilden. Wahrscheinlich nicht besonders weit. Ach, da sind sie wieder weg. Wir rücken vor, wir rücken vor, wir rücken vor. Wobei unser Squad gerade wieder nicht so gut aussieht. So. Da hinten ist der nächste Sprengsatz. Den werden wir uns jetzt vornehmen. Ich hoffe, ich habe keinen übersehen. Das passiert mir hier irgendwie regelmäßig. Ich kann mir auch nie 100% merken. Ich kann mir nie 100% merken, wo die Sprengsätze sind. Okay. 2 von 4 haben wir. Wir haben noch genug Zeit. Hier ist noch einer. Ich glaube, der letzte war... dort hinten irgendwo. Ich hoffe, ich höre was. Ich höre es piepen. Er muss hier sein, irgendwo. Ach, komm schon. Da ist er doch. Wunderbar. Dann haben wir es geschafft. Alles klar. Ashley kommt hinterher gehinkt. Ich werde euch nochmal Medigel spendieren. Ich gebe euch einen aus. Komm. Bin da nicht so. Okay, Sturmgewehr und eine Kroganer-Rüstung. Okay, interessant. Oh Mann, das sieht ja echt ganz schön kaputt aus, alles. Hast du etwa schon wieder die falsche Waffe ausgerüstet, Shepard? Sie rüstet irgendwie immer automatisch die falsche Waffe aus, ich weiß nicht wieso. Tief im Herzen will sie eigentlich lieber mit dem Sturmgewehr schießen. Bumm. Shit, daneben. Okay. Gefahr gebannt, wie es aussieht. Und dann werden wir uns mal hier noch kurz umsehen. Da hinten gab es, glaube ich, noch ein paar Goodies abzuholen. Ein paar Kistchen zu öffnen. Wenn ich es denn hinbekomme. Sturmgewehr und ein neues Präzisionsgewehr. Das gucken wir uns dann nachher an. Hier war auch noch was. Eine Kiste. Schauen wir uns alles später an. Und dort hinten war noch was. Und dann sind wir am Raumhafen. Dann können wir uns den Sender mal ansehen. Und werden dann hoffentlich erfahren,
was es damit auf sich hat. Ich weiß gar nicht, ob jetzt am anderen Ende des Hafens noch was war. Gerade am Überlegen. Ich glaube nicht. Ah, wir laufen mal schnell noch hin. So viel Zeit muss sein. Wir wollen ja hier nichts anbrennen lassen. Das hat jetzt keinen Sinn gemacht. Nee, hier ist nichts. Okay. Das, was da so grün leuchtet, ist der Sender. Untersuchen. Normandy, der Sender ist unfassbar. Sicher. Er bitte sofortige Abholung. Funktionierende Proteaner-Technologie. Als er ausgegraben wurde, hat er das noch nicht gemacht. Etwas muss ihn aktiviert haben. Roger, Normandy, ich warte. Nein! Fassen Sie sie nicht an! Es ist zu gefährlich! Wir haben das Schiff identifiziert, das auf Eden Prime gelandet ist. Es ist die Normandy, ein Allianzschiff der Menschen. Es war unter dem Kommando von Captain Anderson. Sie konnten die Kolonie retten. Und der Sender? Es kann sein, dass einer der Menschen ihn benutzt hat. Dieser Mensch muss eliminiert werden.